Weg zur Besinnung in der russischen Provinz. Was führt einen Schweizer, der einen gut bezahlten, stabilen Job, harmonische Familienverhältnisse, ein erfüllendes Hobby in der Schweiz hatte, nach Russland? Das wollten wir von Rohle Riesen erfahren und wurden von ihm freundlich eingeladen, ihn auf dem Öko-Bauernhof Lavchina in der Nähe Kleinstadt Tarosa in Kaluga-Region zu besuchen. Hier fand der 42-jährige gebürtige Emmentaler nicht nur sein neues Zuhause, sondern auch gleichgesinnte Menschen und Antworten auf wichtige Fragen, die er sich in der Schweiz gestellt hatte. Jetzt ist der ehemalige Labortechniker als Käser auf dem Hof tätig und auf gutem Weg, seine Aufenthaltserlaubnis in Russland zu erhalten. Der Anfang dieses Weges nach Russland wurde schon in den jungen Jahren gelegt. Ich habe ziemlich früh schon meine Liebe für Russland eigentlich entdeckt. Das hat mal angefangen in der Berufsschule in Deutschland, wo ich mit Russen in Kontakt gekommen bin. Und ich habe da sofort irgendwie einen Draht zu diesen Leuten gehabt. Und ich habe in der Jugend habe ich ja immer auch etwa die Filme gesehen, Rocky und die ganzen Hollywood-Produktionen, oder? Und da war ja eigentlich immer der Russe war der Feind, oder? Und irgendwann beginnt man das auch zu hinterfragen, oder? Was passiert da mit Russland? Wie kennen wir die Russen überhaupt, oder? Und da habe ich wirklich angefangen, mich damit zu befassen. Und dann habe ich gesagt, ich will doch die Leute selber kennenlernen, oder? Und irgendwann habe ich dann gesagt, warum hockst du nicht mal in den Flieger und gehst nach Russland in die Ferien, oder? Und auch da habe ich eigentlich zu Beginn eigentlich sehr gute Erfahrungen mit diesen Leuten gehabt. 2014 war es endlich soweit. Mit Freunden aus einem internationalen Motorradclub hat Roland, genannt Rohle, das erste Mal Russland besucht. Für die Ferien. So sind die ersten Russland-Kontakte bei ihm zustande gekommen. Schon diese brachte Rohle das Verständnis, es stimmte tatsächlich nicht wirklich so mit dem bösen Russen, wie er das aus den Hollywood-Filmen kannte. Der Russe ist zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, im Moment lang verschlossen vielleicht, aber wenn man die Leute kennt und mit ihnen irgendwie ins Gespräch kommt, das können richtig gute Freundschaften entstehen. Und da muss ich eben sagen, da werden wir von Hollywood so indoktriniert. Die definitive Entscheidung, die Schweiz zu verlassen, musste jedoch noch einige Jahre wachsen und gedeihen. Dieser Entscheid ist so vor gut 2 Jahren gefallen. Aber ich habe gemerkt, dass ich will nicht irgendwie bis 65, 67 irgendwie in einem Labor arbeiten. Was hast du da gemacht? Ich war in einer internationalen Firma. Ich war dort in der Grundlagenforschung als Labortechniker tätig. Und es war eigentlich eine sehr gute Firma. Ich habe sehr gut verdient. Ich hatte tolle Leute um mich herum. Das Problem bei meiner Arbeit war, ich habe am Abend nicht mehr gesehen, was ich gemacht habe. Also blöd, salopp gesagt, ich habe Zahlen und Abfall produziert. Oder ich habe irgendwelche Versuche gemacht mit irgendwie physikalischen Tests und so. Und da ist immer irgendetwas Abfall entstanden und da sind Zahlen entstanden. Und aus diesen Zahlen hat man dann irgendwie einen Bericht verfasst und alles. Und das war für mich irgendwie zu eintönig. Ich wollte wieder was mit den Händen arbeiten, oder? Wo ich am Abend irgendwie was in der Hand halten kann und sagen, ah, das hast du heute hergestellt. Mhm. Und das ist bei dem Job mir völlig abhanden gekommen. Und da habe ich irgendwie mir schon überlegt, oder was machst du, oder was wäre naheliegend. Der schicksalhafte Wendepunkt geschah ebenso durch die Medien. Im Schweizer Fernsehen hat Roland einen Dokumentarfilm gesehen, bei welchem ein Schweizer Betrieb in Kaluga-Region, genannt Schweizer Milch, vorgestellt wurde. Ebenso wurde in diesem Bericht der kleine Öko-Bauernhof von Jörg Duss erwähnt. Sofort hat der begeisterte Schweizer mit den beiden Landwirten einen Kontakt aufgenommen und konnte sie beide in Kürze besuchen. Spätestens dann stand fest, er wollte die Zelte in der Schweiz abbrechen und als Käser auf dem Öko-Bauernhof von Jörg Duss einsteigen. Ja, schließt die Augen,
und hört der Natur zu, oder? Man hört die Vögel, man hat die Gerüche in der Nase, oder? Man hat kein Stadtleben. Es ist für mich mehr ein Gewinn, hier zu sein. Also ich gehe gerne mal hier weg, so ein, zwei Tage, aber dann Maximum. Dann will ich wieder hierher, oder? Dann brauche ich wieder die Leute hier, dann brauche ich wieder die Tiere, oder? Und die Ruhe, die Natur, oder? Das ist eigentlich das, was mich motiviert, hier zu sein. Lagowtschina ist ein besonderer und für Russland einzigartiger Bauernhof. Es wird im Projekt sich um sozial benachteiligte Personen gekümmert. Suchtkranke, Obdachlose, Menschen mit einer geistigen Behinderung. Wir haben auch einen Wechsel von Leuten, also Leute, die kommen und die gehen dann wieder, aber wir haben auch Leute, die sind eigentlich konstant hier, oder? Und das ist nicht immer ganz leicht unter einen Hut zu bringen. Hier hat so jeder seine Aufgaben, oder? Und die Leute werden auch so eingesetzt nach ihren Fähigkeiten, oder? Also es hat keinen Sinn, jemand in den Wald zu schicken, wenn er nicht gerne mit Holz Bäume fällt und so, oder? Und das muss ich sagen, kriegt der Jörg optimal auf die Reihe, oder? Ich sage immer für mich, er ist wie ein Dirigent, oder? Er weiß, wen er wo einsetzen muss. Da Roland die notwendige Ausbildung in dem Bereich der Milchverarbeitung in seiner Jugend bereits abgeschlossen hatte, musste er seine Kenntnisse nur auffrischen. Das tat er, indem er in der Schweiz ein einwöchiges Käserpraktikum auf der Alp absolvierte. Seit Februar 2020 ist er mittlerweile konstant auf dem Ökobauernhof. Seine Arbeitspflichten in der Käserei teilt er mit seiner Partnerin. Das haben wir eben jetzt der Vorteil, oder? Es gibt auch Bauernhöfe, kleinere, die sind Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Betrieb oder ein Paar. Und wenn da halt jetzt jemand krank wird, dann ist natürlich ein Problem, oder? Aber bei uns schaut man schon ein bisschen, dass die Arbeiten mehrfach abgedeckt wird. Also das heißt, dass nicht nur eine Person die Kühe melken kann, dass vielleicht drei das können. Die Schichtarbeit entlastet und lässt auch die Palette der Käsesorten breiter, größer, reicher werden. Der Tagesablauf des Käsers ist davon geprägt, welche Produkte gerade hergestellt werden müssen. Also wenn es Butter braucht, mache ich Butter, wenn es Käse braucht, macht man Käse. So wird das gemanagt, oder? Die Milch, die kommt alle Tage, oder? Morgens und abends, sie kommt einfach und die muss verarbeitet werden. Und die Kunden sind hier aus der Nachbarschaft, ja, also. Die sind Nachbarschaft zum Teil, aber auch aus Kaluga. Das sind dann mehr so Leute aus Moskau, die irgendwie eine Datscha in Kaluga haben, einen Wohnsitz, Zweitwohnsitz. Und das sind eigentlich die Leute, die bei uns Produkte beziehen. Und wir machen auch nicht groß Werbung, das ist eigentlich so von Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir sind auch ja, ein-, zweimal im Jahr vielleicht so an einem Jahrmarkt in Kaluga, wo wir die Produkte anbieten. Da können die Leute auch die Produkte degustieren und sich dann entscheiden, ob sie von uns, ob sie unsere Freunde, wir nennen sie unsere Freunde, oder weil wir kennen unsere Kunden noch alle persönlich und sie kennen uns als Produzenten, oder? Und das ist eben unser Vorteil, oder? Und auch für die Kunden, oder? Die wissen, wo ihr Produkt herkommt. Die meisten waren auch schon mal hier, oder auf dem Hof als Gast oder einfach nur so für eine Besichtigung, oder? Es gibt schon eine enge Beziehung Kunde-Produzent, oder? Das ist halt eben das, was man im Supermarkt nicht hat, oder? Und also in der Schweiz weiß ich von Kindern, zum Teil, die wissen nicht mal mehr, woher die Milch kommt. Wie gut es Herrn Riesen in der russischen Provinz mittlerweile auch gehen mag, hat jedoch jede Entscheidung ihren Preis. Soziale Gefüge gehen auseinander, Familienverhältnisse leiden und der Verlust mancher Freunde sollte auch in Kauf genommen werden. Wo ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich nach Russland, oder?
Dann haben sie gesagt, mein Gott, jetzt geht er nach Russland, andere gehen irgendwo Also hin, sie was haben dich warm nicht ist. verstanden. Nee, absolut nicht. Also ein, zwei sagen mittlerweile, Subrost gemacht hast oder deine Entscheidung, aber ein großer Teil war immer so, ja, geh doch in die USA oder Australien oder irgendwo, was warm ist, geh doch nicht in diese Kälte. Und Und die Familie, die Verwandte? ja, also meine Mutter lebt noch in der Schweiz und die Schwester. Das ist schon ein bisschen ab und zu ein Problem, oder? Weil ja, ich hatte schon ein gutes Familienverhältnis in der Schweiz. Das ist schon. Mit WhatsApp ist man sich auch näher gekommen. Ja, es war, als ich es gesagt habe, war sie mir im ersten Moment schon ein bisschen Schock, aber ja, irgendwo musste sie sich damit abfinden und ja. Und eigentlich auch sie bestätigt mir eigentlich, du hast schon das Richtige gemacht. Einsam fühlt sich der 42-jährige Schweizer trotz des Verlusts der früheren sozialen Umgebung nicht. Die neuen Freundschaften lassen sich allmählich schließen, auch wenn seine Sprachkenntnisse noch bei weitem nicht perfekt sind. Die Erfahrungen, die Rohle bis jetzt mit Russen gemacht hat, waren im Unterschied zu deren Image in amerikanischen Filmproduktionen durchaus positiv. Das vielleicht das Gegenteil zum Amerikaner. Der Amerikaner ist sehr oberflächlich, oder? Ich habe auch amerikanische Freunde kennengelernt, oder? Aber die sind halt schon sehr. Da bist du sehr schnell mal der Freund, oder? Aber das ist mehr so oberflächlich. Das geht nicht so in die Sprichst du Tiefe. jetzt aus einer eigenen Erfahrung? Also du hast das Ja, jetzt wahrscheinlich ja. eine oder die andere Situation erlebt, wo Genau. du die Unterstützung gekriegt hast oder Genau, ja. Verständnis. Ein Beispiel in Moskau, oder? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner das hat, glaube ich, irgendwie 12, 19 Millionen. Riesenstadt, oder? Und ich war da auf dem Bahnhof mit meinem Reisekoffer am Umherirren. Ich habe einen Ticketschalter gesucht, den nicht gefunden, oder? Eine ältere Dame hat mich beobachtet, oder? Und dann hat die hat gesehen, der sucht irgendwas, oder? Und die ist zu mir gekommen, oder? Und ich habe sie nicht verstanden, was sie gesagt hat, aber ich deutete, sie wollte mir helfen, oder? Und dann habe ich ihr so mit Händen und Füßen erklärt, ich suche einen Ticketschalter, oder? Und dann hat sie auch nicht Bescheid gewusst, wo der war. Dann hat sie jemand geholt von der Bahn. Einfach diese, oder? Und da habe ich mir so gedacht, hey, du bist in einer solch großen Stadt und dir wird geholfen, oder? Und ich weiß nicht, ob das in der Schweiz jemand machen würde. Das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, Land ist wahrscheinlich doch nicht so schlecht, wie immer gesagt wird in den westlichen Medien, oder? Das ist, ja, das war für mich so beeindruckend eigentlich, ja. Es ist nicht nur die Natur, die für Roland auf diesem Ökobauernhof zählt. Hier ist er unter Gleichgesinnten. Es ist für ihn eine gute und starke Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig hilft, aber auch einem genug Freiräume gibt. Wir leben dicht aufeinander, muss ich sagen, aber wir können auch einander aus dem Weg gehen. Und jeder braucht ja auch mal irgendwie Ferien oder auch bei den Obdachlosen, die hier sind, die haben auch manchmal so ein Ding, dass sie irgendwie eine Woche wieder auf der Straße leben wollen, oder? Und dann sind die eine Woche weg, oder? Und dann springt ein anderer in deren Nische, oder? Macht die Arbeit für die, oder? Also Und eben. gibt es dann keine Vorwürfe, wo warst du dann die Nee, ganze nee, Woche? nee. Das muss man auch akzeptieren, oder? Weil wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich auch vielleicht zweimal im Jahr für 2 Wochen in die Schweiz, oder? Und das ist ja auch legitim, oder, dass man das macht. Und von dem her ist das eigentlich kein Problem, oder? Und eben das macht ja uns eigentlich als Gemeinschaft stark, oder? Dass wir einander helfen und Gibt es füreinander einspringen vielleicht können. gemeinsame Traditionen oder Feste, Feiertage, Veranstaltungen? Ja, nee, so explizit eigentlich nicht, aber was so ist, wenn natürlich ein Feiertag ist in Russland, dann wird schon der Mangal in Betrieb genommen, dann wird gekocht, ein bisschen üppiger, sage ich mal, ein bisschen ausgedehnter und dann stehen wir oder sitzen meistens da oben am großen Tisch und da wird gefeiert und das schon, ja. Und dann gibt es eigentlich hier einmal in der Woche so der Männer- und Frauenabend. Das ist meistens bei mir im Gästehaus drüben.
Das ist dann getrennt, Frauen und Männer, oder? Und da haben die Männer ihren Abend, da wird meistens ein Film geguckt, ein Schnaps getrunken und die Frauen, ich weiß, Und war kein nachher. Fußball, glaube ich, Fußball haben oder so. wir. Internationale. Wir schauen meistens, wir haben ja schlechtes Internetsignal und wir schauen meistens einen Dokumentarfilm Ja, dann kann es zu oder Konflikten kommen. Wer für ja, wen? eben. Nee. Aber eben, das hat sich jetzt so ein bisschen eingespielt, einmal in der Woche dieser Männer- bzw. Ja, Frauenabend. Und tut das ist gut, auch glaube gut, ich, ja. Wir ja. können ja nicht immer nur Ja. arbeiten. An seiner Antwort, was ihm momentan Sorge mache, wird schnell klar, wie sehr und tief er Lagowstina bereits ins Herz eingeschlossen hat. Meine Sorge ist, also ich sage es jetzt mal generell vom ganzen Projekt, oder das ist eigentlich die Überlebenssorge, die wir alle ein bisschen haben, oder jetzt im Zusammenhang mit der ganzen Globalisierung, mit dem Coronavirus, was es weltpolitisch abgeht wieder, oder das ist eigentlich massiv, was da vermutlich auf uns zukommen wird, oder? Und wir sind natürlich jetzt schon dran, wir uns hier so gut wie möglich auf gewisse Szenarien vorzubereiten. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir uns zu 100% selbst versorgen wollen, also das heißt, sprich Lebensmittel, sprich Energie, sonstige Produkte, dass wir eigentlich autonom leben könnten im schlimmsten Fall. Das hat man irgendwo so im Hinterkopf, aber das ist nicht so, dass wir jetzt alle schlaflose Nächte hätten hier. Roland bemüht sich, Schritt für Schritt in sein neues Leben in Russland hineinzufinden. Zu der Zeit, als wir ihn besuchen, ist es das Erhalten der Aufenthaltserlaubnis, was ihn beschäftigt. Jetzt waren wir gestern, der Jörg und ich, wir waren in Kaluga. Da waren wir kurz auf dem Büro, uns einschreiben. Die haben eigentlich nur die Passnummer, meinen Namen, Vorname und meine Telefonnummer aufgeschrieben, oder? Und jetzt wäre der nächste Schritt, dass die mich anrufen, sagen, jetzt musst du vor die Kommission kommen. Und da werde ich vor 4, 5 Leuten stehen müssen und dann sagen, warum ich hierher kommen will und was, wie, wo, wenn, oder? Und diese Kommission entscheidet dann, ob ich hier bleiben kann oder nicht. Das Ganze könne bis zu 3 Monaten dauern. Schneller ginge nur zu heiraten, scherzt Roland. Es ist erstaunlich, wie schmerzfrei und reibungslos sein Anschluss in ein absolut neues Leben zu funktionieren scheint. Denn die größere Schwierigkeit als der Anfang ist beim Auswandern die Fortsetzung und die Konfrontation mit der Realität. Was ihm offenbar hilft, ist seine Bereitschaft, diese neue Realität auch mit ihren Mängeln anzunehmen. Ich hatte eigentlich nie ein Problem, mich irgendwie anzupassen. Oder? Ich sage immer, wenn du in ein fremdes Land gehst, musst du dich anpassen. Oder? Nicht das Land muss sich dir anpassen, du musst dich dem Land anpassen. Und daher habe ich eigentlich keine großen Probleme. Oder? Klar, es gibt gewisse Dinge, die ich vermisse. Oder die zum Beispiel was technische Sachen anbelangt, ist hier zum Beispiel schwieriger ranzukommen als in der Schweiz. Oder? Welche technischen Sachen, was meinst du? Ja, zum Beispiel gewisse Befestigungsmaterialien, so Schrauben und so. Oder also, ich habe es dem Jörg immer gesagt, in der Schweiz haben wir so, man nennt die Torx-Schrauben, oder? Und das sind so spezielle Schrauben, da kann man nicht mehr abrutschen mit dem Schraubendreher, oder? Und hier haben sie eigentlich nur noch Kreuzschrauben, also die alten Also so Schrauben, oder? Kleinigkeit, Ja, technische Kleinigkeiten. es sind eigentlich Kleinigkeiten, Ja, oder? aber Aber ja, sie sind ganz wichtig, wenn man wenn sie man daran tausend gibt. Schrauben Ja. reinschrauben muss, oder, ist es halt schon umständlich. Aber eben, das sind Kleinigkeiten, oder? Aber das ist Peanuts. Auch im Umgang mit russischen Frauen war manches für Roland gewöhnungsbedürftig. Warum gibt man in Russland einer Frau niemals die Hand? Ich weiß nicht, für mich war das immer so komisch. Aus Respekt gibt man die Hand bei uns. Da kam ich mir immer so blöd vor. Ich gebe nur den Männern. Ja, Und das ist tatsächlich so. dann habe ich mich so schlecht gefühlt. Dann habe ich immer so gefühlt, du behandelst eigentlich die Frauen, als wären sie nichts, oder? Obwohl Rohle erst seit einem halben Jahr in Russland lebt, verbindet er seine Zukunft, seine Hoffnungen, Wünsche und Träume mit Russland. Was ich ganz sicher
hoffe zu machen, ist, dass ich ein bisschen in Russland reisen kann. Dass ich mir irgendwie ein Fahrzeug kaufen werde, das ich ausbauen werde, hinten mit dem Bett und kleine Kochstelle und dann mal richtig das Land Also bereisen. Zelt, mit Zelt Mit oder mit schon. Zelt oder auch, ja, das werde ich dann spontan entscheiden. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Eine große, spannende Wegstrecke liegt noch vor Rohle Riesen. Wir hoffen, dass wir die Chance und die Möglichkeit haben werden, den Einblick darauf zu bekommen und haben ein neues Treffen in einem Jahr verabredet, um es von Roland persönlich zu erfahren. Vielleicht wird er in der Zwischenzeit auch das seltsame Begrüßungsverhalten der russischen Frauen für sich klären können. Hurra!